Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Euro Truck Simulator. Und heute habe ich als Mitfahrer unseren Luke Moss. Hallo Luke. Hey, Gude. Ja, ich habe gedacht, ich nehme dich mal heute mit bei meiner Trecker-Fuhr. Vielleicht diesmal ein bisschen weniger Unfälle wie letztens mit Aldi. Und ich wollte mit dir mal über ein ganzes spezielles Thema reden, und zwar über Computerspiele. Und zwar am besten noch über die ersten Computerspiele, die du dich erinnern kannst, dass du je gespielt hast, also vielleicht im Sinne von, du selber besitzt hast, also ja, in deinem Besitz war, muss man so sagen. Also die allerersten Spiele, die ich gespielt habe, waren auf dem Super Nintendo auf jeden Fall. War Mario und Zelda. Oh ja, das kenne ich ja noch. Ja, wenn ich das Und so. Super Mario. Bros. Nee, World war es damals. Ja, Super Mario World, genau das. Mit Yoshi. Habe ich hauptsächlich gespielt, oder? Super Mario Brothers, das war auch cool. Oder Super Mario All-Stars, da waren glaube ich mehrere Spiele in einem, also das waren, glaube ich, noch Spiele, die ursprünglich auf dem Nintendo Entertainment System rausgekommen sind. Die sind dann später auf dem Super Nintendo Entertainment System nochmal wieder neu aufgelegt worden. In einem Spiel. Ganz viele Mario-Spiele zusammen. Das war ziemlich cool. Ja, ich kann davon reden. Ich muss sagen, meine allererste Konsole war neben dem Game Boy auch die. Mein Gott, ich habe. Das Wort, was du gerade total ausgesprochen hast, kenne ich nur als NES, genau. Nintendo Entertainment Ja. System. Ganz genau. genau, das NES hatte ich damals noch. Ich weiß, wieso. Ich hatte das Spiel damals. Ich muss so sagen. Ich habe damals den NES gewollt, weil ich damals für oft meine Eltern nach Italien in die Ferien gefahren bin. Und da gab es dann immer so Spielsalons. Und dann gab es bei einem Spielsalon da ein Turtle-Spiel. Und das Turtle-Spiel, das es da gab, das war genau das Spiel, das es damals auf NES rauskam. Und da wollte ich natürlich unbedingt die NES-Konsole plus das Spiel haben. Das kenne ich. Ja, und da war das eines von meinen ersten Spielen. Und von der Battle, von dieser Super Mario All-Stars, wie du sagst, hatte ich damals die Originale auf dem NES. Super Mario Bros. Super Mario Bros. 2 hatte ich damals nur ausgeliehen. Das war ein bisschen ein anderes Super Mario. Das war ein bisschen anders zu spielen. Das war so mehr. Ich weiß nicht ganz genau, was so speziell dann war. Ich weiß nur, es war irgendwas gegen Super Mario Bros. 3, das ist nämlich extrem abwechslungsreich war mit dem ganzen Waschbär-Modus und so weiter. Oh, das war cool. Aber die Feder holen konntest und fliegen konntest und Sachen. Und da diese Schildkrötenbosse töten musstest, war auch ganz cool gemacht. Wie mit diesen Ich finde großen eigentlich Panzerfestungen da. die ganzen Super Mario Bros. Spiele hatten eigentlich alle irgendwie so ihr eigenen Flair gehabt irgendwie. Alle hatten so, wenn man jetzt nach Jahren nochmal spielen würde, haben die alle so die Sachen, wo man denkt, ja, daran erinnere ich mich noch ganz genau, das ist ganz speziell für dieses Spiel gewesen irgendwie. Ja, aber ich muss ehrlich Ja, sagen, finde ich persönlich. das ist schon so. Also Super Mario habe ich sich sehr, sehr, sehr viel gespielt. Und dann natürlich, dass das Super Nintendo Entertainment System kam. Ach, echt, ich verwende das Wort das erste Mal heute, echt. Habe ich dann natürlich auch Super Mario World gehabt, ja klar. Das musste ja sein. Und da war ja auch das erste Mal Yoshi mit dabei. Mit seinen Fähigkeiten, da erschienen Monster zu schlucken, dann Fähigkeiten zu bekommen, war wirklich cool. Ich bin mir nicht mal sicher, ich glaube sogar, ziemlich gut, weil ich einen Scheiß erzähle. Kam das erste Yoshi-Story noch auf Super NES? Oder kam das schon auf dem 64? Es kam auf dem 64, glaube ich. Ich glaube Nee. auch 64, ja. Doch, ich glaube schon. Also, das, was ich hatte, war auf jeden Fall 64. Und dann Yoshi's Story, da erinnere ich mich auch genau dran. kam der zweite Teil dann auf GameCube oder kam der schon auch noch auf 64? Ich glaube, der Das war zweite Teil vorher kam auf ungeklärt, GameCube. den hatte ich nicht. Ja, ich glaube, der kam auf Den hatte ich GameCube nämlich nicht, damals. den zweiten Es gab Yoshi Story 2 noch. Ja, Yoshi Story war ja ziemlich witzig. Ach, Scheiße, dann bin ich denn falsch gefahren. Teil. Zu viel geredet. Telefonieren Ja. steuern darf man ja auch nicht. Ja, ich sehe gerade, ich muss ein bisschen Umweg fahren, aber es geht schon. Sofern das hier eine Abzweigung. Ich hoffe, das ist eine Abzweigung. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Es wird so grau Ja, dargestellt. einfach schneiden. Ja, heute bin ich doch so auf der falschen Spur.
Ja, ich nehme jetzt mal hier die Ausfahrt und hoffe, dass hier so kommt. Also, ja, Yoshi Story war ja so ein bisschen Comic-Look, ja, damals. Also, Ja. oh, jetzt fährt der Arsch mir hinten rein, echt. Das war ein bisschen lustig dargestellt, Mit weil dem alles Auto so. ist unterwegs. Ja, es sah halt aus, als ob irgendwie das ganze Spiel gezeichnet war und dann kam der Yoshi da rein. Hat ihm nicht so gepasst, aber war doch cool zum Spielen. Also ich fand das cool. Das war auch eigentlich ein neues Konzept und jetzt nicht so, dass es man sagen würde, oh, das ist Mario nur aufgewärmt oder so. Ja, genau. Yoshi hat wirklich was Neues reingebracht. Ach, so scheiße. Die Straße, wo ich nehmen müsste, ist unterhalb der Brücke, wo ich jetzt durchfahre. Also ich muss die verdammt weit fahren, wenn ich hier nicht irgendwo rüber ziehen kann. Ja, also wie gesagt, das ist wirklich cool gewesen. Ich habe ja mal also Mario World ewig auch gespielt. Ich muss ehrlich sagen, ich bin halt wirklich ein Nintendo-Gänger gewesen. Ich hatte jede Nintendo-Konsole. Bis jetzt zur Wii U. Und nicht nur, weil ich jetzt sage unbedingt, dass Nintendo jetzt das Beste ist, weil es mir halt auch gefallen hat, weil sagen, ich hatte viele Freunde, die eine Xbox hatten und PlayStation und so weiter und ja, ich musste es nicht haben, ganz ehrlich gesagt. Das Also ich war habe auch eigentlich nur viele Nintendo-Konsolen gehabt. Ich hatte noch nicht, NES hatte ich noch nicht, da war ich noch zu jung für, aber ich hatte SNES eigentlich auch fast jede Konsole. Also nicht jede, ich hatte ein paar Gameboys hatte ich nicht, weil na, alles was ich auch nicht habe, aber fast alle Konsolen von Nintendo gibt. Und die Wii U habe ich auch schon. Wird man ja auch gleich demnächst mal sehen können, meinem Kanal. genau, du hast ja vor, Let's Play zu starten dann auf konsolentechnisch. Ja. Aber Ja, das geht leider auch erst, wenn ich. ja. Das geht leider erst, wenn ich mir ein neues Aufnahmegerät geholt habe, weil man nicht mehr funktioniert mit meinem neuen PC. Ja, genau, da hatten wir mal was. So, jetzt versuche ich mal hier. Nee, hab ich schon gedacht. Moment mal, jetzt könnte ich glaube hier mal kurz die Karte aufrufen. Bin ich total falsch. Ich muss irgendwie können umdrehen. Und jetzt sehe ich hier die Möglichkeit, wenn ich hier ins Dorf gehe. Was ich ja schade finde, ist, dass ich bin der Meinung, dass die neuen Mario-Spiele eigentlich gar nicht mehr so viele neue Elemente reinbringen. Es ist immer nur alles Alte nochmal aufgewärmt irgendwie, habe ich immer das Ja, also ich Gefühl. muss ehrlich sagen, ich habe bei U das New Super Mario Bros. Auch gekauft. Aber ja, ganz ehrlich gesagt, ich habe nicht wirklich viel weit gespielt. Ich habe bis zum ersten Boss habe ich auch gespielt. Und dann ist wieder liegen geblieben. Klar, ich habe auch viel weniger Zeit als früher schon jetzt, weil ich mich auch schon mehr auf den Computer konzentriere und halt auch YouTube und so weiter. Aber ja, es war nicht mehr so, ja, irgendwie, genau. Klar war es cool, wenn Controller zu zweit spielt, dass auch gegenseitig einem helfen kann und so. Aber wenn man es dann alleine spielt, ist das eigentlich ja nichts Spezielles, also nichts Neues, weil ja, es ist halt Stimmt wie. eigentlich. Ich hab mal Super Mario Bros. Das U war das, glaube ich, oder? Nee, gar nicht. Ich weiß nicht mehr, welches das war. Ja, Aber das das ist auch war ein so für Mario die Bros. Wii auf U, jeden genau. Fall. Das neue New Kann das was ist sein? ne. Und inzwischen gibt es ja schon Luigi, Super Luigi irgendwas. Ja, ich habe dieses Spiel mal mit drei Freunden gespielt und das war echt super lustig irgendwie, weil wir einfach nur Scheiß gemacht haben ohne Ende und das war das Gewusel teilweise, das war einfach lustig. Das macht echt Spaß, aber so an sich, die Spiele selbst haben nicht mehr so viele Neuerungen, finde ich, wie es früher vielleicht auch so war. Ja, es ist. Leider. Das kommt mir so vor wie die ganzen Sportspiele, weil ich jedes Jahr wieder rauskomme, neue Zahl hinten dran. Genau, das stimmt eigentlich schon. Das kam wirklich bei Super Mario, jetzt bei Wii U auch vor. Der erste Teil von Mario, nachher zu Luigi. Da haben sie auch blöd gesagt den Charakter ausgetauscht und ja, neue Welt gebastelt und es war eigentlich das gleiche wieder. Und das Das habe hat. ich mir gar nicht richtig angeguckt. Ja, aber was ich dafür mir. Gut, ich möchte ein bisschen zuerst im Thema ein bisschen Eltern bleiben, Konsolen. Am besten lassen wir es mal bei der Super NES Konsole bleiben wir mal. Kam mir so ein Thema für die Folge. Das habe ich damals auch ziemlich viel Spiel gehabt. Ich weiß, ein Spiel, das ich damals immer haben wollte, aber ich war wirklich zu spät dran. Das war Rock'n'Roll Racing. Das war ein Racing-Game mit Rock'n'Roll Sound, also Musik. Das Oh, ging cool. voll ab eigentlich. Es waren auch so extrem so, ja, es waren halt sowieso so ausirdische
Ja, so Strecken in so Mondplattformen, keine Ahnung, was es gewesen ist. Also, sah ihm voll fetzig aus. Irgendwie war das Spiel halt schon vorbei und man hat es nicht bekommen. Und damals gab es vom Nintendo her so eine Aktion: Wenn du ein Spiel gekauft hast, hast du einen Sammelpunkt gehabt. Und glaube, wenn du dann 12 Sammelpunkte oder so hattest, konntest du die einschicken bei Nintendo. Und plus eine Liste mit drei Wunschspielen hast du dann ein gratis Spiel gekriegt. Also das Oh, ist cool. eines von drei Spielen. Ich weiß, ich habe ein paar Spiele, so groß hier 3, 4. Und eins war da unter anderem auch Legend of Zelda. Ah, das ist Past the cool. Link hieß es, glaube ich, auf Super Nintendo, glaube ich. A Link to the Past. Link to the Past, ja, genau umgekehrt. Genau, und das war wirklich ein Spiel, ich habe das durchgespielt, also ich habe wirklich Zelda geliebt, das ist wirklich so ein cooles Spiel gewesen. Es kam auch dann kurz darauf, kam dann auch ein neues Spiel auf dem Gameboy raus, von Zelda. Ich kann aber den Titel nicht mehr sagen, ich weiß nur, da ging es um ein riesen Ei und dann hast du ein X-Schwert reingekriegt auch. Oh, das ist kein Link's Awakening, glaube ich, hieß das im Gameboy. Kann Das habe ich sein, sogar. das habe ich auch durchgespielt komplett und es hat wirklich extrem Spaß gemacht, muss ich echt sagen. Ja, das war echt cool. Da gibt es aber Ja, andere, ich hatte super. auch wieder Spiele Super NES, wo dann auch wieder nur Nervtöten waren. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an. Wobei, warte mal, war es doch NES? Auf irgendeiner Konsole hatte ich mal Battletoads. Ich frage mich gerade echt, wo das war. Das kenne ich gar nicht. Also das waren so Kampfschildkröten, nee, Kampffrösche. Ja, so Kampf war, was sagt ihr, Double Dragon etwas? Nee. Double Dragon ist Ist auch für den NES. ja, nee, das ist eigentlich allgemein so ein Schlägerspiel. Es kam, glaube damals, nee, das gab es nur auf Konami-Konsolen damals, also das waren auch so alten Ach so. PSX-Dinger da. Ja, also man muss halt Hauptsache rumgeprügelt, so à la Turtle-Style. Und es war so extrem unfair, das Spiel war so etwas von schwer. Also wenn du YouTube irgendwie die unfairsten Spiele suchst, das kommt dann sehr oft auch vor, der Battletoads, weil es wirklich sowas von unfair war. Okay. Aber ich habe da auch Krass. extrem lange gespielt, weil du halt immer gedacht hast, einmal schaffst du das Level und dann bist du doch wieder einen Meter weitergekommen und dann doch wieder in fiese Falle gerade gestorben. Also es gab halt ganz viele so Spiele, wo so Levels, wo du eigentlich nur ausweichen musst die ganze Zeit und immer schneller wurden und ja. Nee, also NES hat natürlich auch sehr viele Spiele, muss ich echt zugeben. Mario Kart war natürlich der Favorit. Das war natürlich das One-Eins Ultra. Hast du auch Mario Kart gehabt? Ja, Mario Kart hatte ich auch gehabt. Ich glaube, das hatte ich das erste auch fürs SNES gehabt direkt. Ja, genau, und das. Ich weiß, wie ich Was da mit dem hast du gespielt? Kollegen Time Trail gemacht habe, Ghost Valley und so weiter. Ihr wollte schneller sein mit Sliding, mit Abkürzungen und Oh weiß was, ey. Ach, das war sowas von krass, ey, damals noch. die alten Klassiker, Ja, Ding. genau, wo man überall Die gibt's ja in. auch. Sind so gut, die wurden sogar in neuen Spielen wieder neu, also komplett original neu aufgelegt. Das ist ziemlich cool eigentlich, dass es Ja, wirklich das stimmt, die retro-Spiele haben sind. da bei Nintendo 64, nee, bei Ne, bei Wii war das, glaube ich. Wii war nicht Classic, beim ja. GameCube, bei Double Dash? Ich habe gemeint, Kann bei sein, GameCube aber gab auch Double nicht Dash haben original. sie die alten Karten wieder im neuen Look implementiert. Ich weiß nicht mehr, wo es war, aber irgendein Spiel hatte diese Retro-Karten drin gehabt. Und es war Ja, eigentlich ziemlich nice. Da hatte voll das das war bei. Retro-Feeling einfach. Also meinst du, hast du das selber auch gehabt? Oder hast du das nur gesehen? Das Spiel? Ja. Also, ich hatte das selber gehabt mit den Retro-Strecken. Okay. Ja, dann muss es ja. Dann kann es nicht GameCube gewesen sein, den du nicht gehabt hast. War es denn doch Mario Ich Kart glaube, ich hab's nicht. 64? Nee. Oder doch? Nee, jetzt kann nicht sein. Oder doch? Das müsste eigentlich. Er hatte letztens mit Helga nochmal gespielt. Mario Kart. Für die Wii. Und da war das eigentlich dabei gewesen, auf dieser Strecke. Das müsste für die Wii gewesen sein, das Spiel. Ja, dann mal. Jetzt muss ich gerade überlegen, habe ich da ein Durcheinander? Gab's bei auf der GameCube gar kein Mario Kart? Doch, gab's auch. Es gab immer einen Mario Kart, oder?
Oh Gott, das weiß ich auch nicht mehr. Ich kann mal gerade googeln. Moment mal, das war Mario Kart 7, klar, auf der Wii. Mario Kart 8 ist ja jetzt, das rauskommt Ende Monat. Habe ich übrigens vorbestellt. Ich spiele jetzt halt kaum Konsole, aber wenn sowas rauskommt, dann muss ich es einfach haben. Da muss ich ehrlich sagen, das ist halt so ein Kultspiel. Und ich hoffe, Gegensatz zum 64er-Titel, dass es endlich wieder normal mit dem Gamepad spielbar ist. Das hat mich ein bisschen gestört, nur diese, ja, Also, du hast es eben schon erwähnt, Schwenksteuerung. Mario Kart Double Dash. Double Dash kam für die GameCube raus. Kam es doch auf Game, hast du gegoogelt oder was? Ne? Ja, hab ich gegoogelt. Okay, dann hatte ich da, hatte ich das da. Ja, das war sicher eins von den Titeln, das wirklich vom Super NES damals wirklich Hammer war. Und ich denke, es gibt so viele andere Titel noch. Wenn ich schon mal denke, Secret of Moana war auch ein extrem großes Rollenspiel. Oder Illusion of Time, wo aber auch verdammt schwer war. Das sind Titel, die heutzutage in dieser Form gar nicht mehr vorkommen. Keine Ahnung, ob die kennst, da hatte eher die neueren Spiele damals. Und vor allem waren auch die teuren Spiele, das waren Packungen noch so riesige Dinge, ey. Das weiß ich noch. Ich hatte damals den Vorteil, dass ich Spiele ausleihen konnte, um zu spielen, wenn ich nicht mehr wollte, konnte ich zurückgeben. Ja. Na gut, aber ich denke mal, wir machen mal hier kurz mal eine Pause und kommen mal in der nächsten Folge wieder und tun das dieses Thema nochmal aufgreifen. Okay. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.